Hey Skatfreunde, ich bin gerade wieder zu Hause angekommen, etwas früher als erhofft, denn diesmal war im Halbfinale für mich Schluss. Ein starker Tisch, nicht zu starke Karte, dazu noch ab und an gegen 5 Trumpf angekämpft. Da war nichts zu holen, am Ende steht der 8. Platz, am Ende steht ein ganz tolles Turnier. Ich bedanke mich bei Peter Mitschke und dem ganzen Team von Game Duel, dass ich da auch unkompliziert ein paar Aufnahmen machen konnte und freue mich jetzt besonders für Michaela, Hartmut und Joachim, die es ins Finale geschafft haben. Und mit zwei von den dreien habe ich noch ein paar Worte gewechselt. So, Skatfreunde, hier stehe ich mit Michaela. Und Michaela, du hast mir erzählt, du bist sehr aufgeregt. Warum Sehr eigentlich? aufgeregt, weil ich ins Finale gekommen bin. Na, herzlichen Glückwunsch! Du warst da schon zweimal so dicht dran und diesmal hat es geklappt. Ja. Einmal war ich Fünfte geworden und die letzten beiden Male jeweils mit einem Spiel leider gescheitert. Und jetzt darf ich endlich mal im Finale spielen. Das und ist dann so. Mit Hartmut. Und dann auch mit meinem Lehrer, Hartmut Seber. Durch ihn werde ich wohl das geschafft haben, dass ich ins Finale gekommen bin. Er hat mir ganz viel beigebracht. Also bin ich ganz stolz drauf und er auch. Hartmut, bravo. Skatfreunde, ich hatte Hartmut im Halbfinale, er hat es auch ins Finale geschafft. Ja. Da kann man sehen, was passiert. Also wenn ihr hier mal steht mit Michaela oder im Finale sitzen wollt, haltet euch am besten an den Hartmut. Ja. Oder an dir. Also du bist ja wohl. Aber du, leider haben wir das Problem noch nicht so oft gehabt, miteinander zu spielen oder dass du mir was beibringen konntest. Das ist schon gut, ich wünsche dir ganz viel Glück, Spaß. Danke. Und danke. Ich hoffe, ich höre was. Danke, also auf jeden Fall. Oskar, von jetzt stehe ich hier mit Hartmut, von dem habe ich euch ja auch schon die eine oder andere Aufgabe berichtet, der echte Rätselhase. Und warum strahlst du heute so? Ja, ich habe auch jetzt heute zum ersten Mal das Kart Masters Finale hier in Berlin erreicht. Der Daniel, ihr wisst es, hat dieses Finale gar schon zweimal gewonnen und jetzt versuche ich ihm gleich zu ziehen. Und wie war mein Glück heute, wen bekomme ich im Halbfinale gelost? Den? Du hattest natürlich jetzt The Real Hase, den Rätselhasen, mit am Tisch, der von Anfang an die bessere Karte hatte als du. Du hast wirklich brillant gekämpft, schlechte Spiele noch nach Hause gerettet, aber am Schluss war einfach zu wenig Material für dich vorhanden, als dass du hättest diesen Tisch gewinnen können. Hartmut, ich danke dir bei so vielen warmen Worten, da kann ich ja gar nicht traurig sein, da kann ich nur sagen, ich freue mich für dich, für Michaela und der Joachim, den hatte ich letztes Jahr auch im Halbfinale, also ein ganz starker Finaltisch, auf den wir uns heute freuen dürfen. Wir freuen uns auch riesig drauf. Ich denke, wir haben soweit erstmal schon mal alles erreicht. Und diese Halbfinals zu überstehen, war jetzt auch gerade in meinem Fall mit diesem schweren Tisch auf der Rainer dran, natürlich ein Topspieler, eine ganz enge Sache. Und im letzten Spiel ist entschieden, man dann muss sagen wir nochmal, Hartmut, heute am Frühstückstisch haben wir uns noch über diese Geschichte, der Unterschied zwischen Pik 8 und Pik 9 unterhalten. Wollen wir da jetzt nochmal in die Details eingehen? Da könnten wir jetzt sicherlich noch ein weiteres, etwa halbstündiges Video drüber drehen, welche Karte denn an welcher Stelle richtig zu machen und das gar nicht mehr um die hohe und tiefe Lusche, sondern im Nullspiel, im Gang und so weiter. Aber es führt vielleicht für diesen Moment zu weit. Okay, dann belassen wir es dabei. Viel Spaß, viel Erfolg. Dankeschön, Daniel.